Mitten im frisch gekürten Weltkulturerbe treffen führende Köpfe aus Wirtschaft und Forschung auf Sport und Kultur. Die Made in Baden Awards sind weitergezogen. Nach dem ZKM in Karlsruhe findet die Preisvergabe in diesem Jahr im Kurhaus Baden-Baden statt. Ich glaube, wir alle brauchen die Kultur und haben gemerkt in diesen fast anderthalb Jahren, dass wir fast so wie ein Fisch auf dem Trockenen sind. Und wenn Sie wieder Musik hören, wenn Sie Schauspieler auf der Bühne sehen, dann merkt man, wie einem das Herz aufgeht. Und auch das ist Baden-Baden, die Kultur wieder lebendig werden lassen und die Menschen glücklich machen. Es ist erstaunlich, was die badische Wirtschaft der Pandemie zum Trotz hier 2021 als Gala auf die Beine gestellt hat. Die Ehre gebührt Dieter Kersten als Initiator und stellvertretend für die Geschäftsleitung der Made in Baden GmbH. Ambiente, Organisation, Kulinarik und Kultur für die rund 300 Gäste stimmte offensichtlich alles. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will eingangs sagen, dass ich beeindruckt bin, ob der Qualität der Veranstaltung. Ich habe davon viel gehört, eine Tradition hier in Baden, Awards für herausragende Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen, Sport, Kultur, Soziales, Wissenschaft, Wirtschaft. Ich bin Baden-Württemberger und habe immer in Stuttgart mein Standbein und in Baden-Baden und Baden generell mein Spielbein gesehen. Das SAP-Sinfonieorchester bildet einen würdigen Rahmen für die diesjährigen Preisträger, zunächst verliehen in den Sparten Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung. Ich finde allerdings, bei dem Made in Baden Award geht es gar nicht so sehr und nicht ausschließlich um die Geehrten selber, sondern vor allem um die Region, die ihre Leistungen auch mit ermöglicht. Und wir sollten da wirklich dankbar dafür sein, aber auch, da bin ich Ihnen ganz dankbar für Ihre klaren Worte, eine Verantwortlichkeit darin zu sehen, was verdammt nochmal draus zu machen, was für Möglichkeiten wir haben. In diesem Sinne erlauben Sie mir meine kurzen Worte für ein herzliches Plädoyer für dieses schöne Baden zu nutzen, denn ich bin im in vielerlei Hinsicht dankbar und da lässt sich auch was draus machen. Sie haben gehört, so fängt man mal ein Unternehmen an mit zwei Leuten. Das habe ich gemacht, damals 1960. Mir war gleich klar, alle Mitarbeiter, die ich einstelle, die müssen zu mir passen, die müssen hinter mir stehen und müssen das Unternehmen letztendlich tragen. Das, glaube ich, haben wir bis heute geschafft in den 61 Jahren. Wir beschäftigen uns mit der Energiewende. Die Mobilität ist ein allgegenwärtiges Mittel. Und Sie haben das Motorrad angesprochen. Alleine schon, um den Lärm wegzukriegen, würden sich viele Menschen freuen, wenn wir das elektrisch machen. Hat auch viel mehr Drehmoment. Das wissen die Expertinnen und Experten viel besser. Der Made in Baden Award ehrt nicht nur badische Unternehmer, Stifter und Lebenswerke, sondern auch herausragende kulturelle und sportliche Leistungen. Der Sonderpreis ging in diesem Jahr an die Heidelbergerin Malaika Mihambo, die als Olympiasiegerin im Weitsprung der Gala Goldglanz verlieh. Kultur, Wirtschaft und Sport stehen ganz nah beieinander, weil es einfach drei essentielle Bestandteile der Gesellschaft sind. Und zum anderen lebt jeder dieser Bereiche auch davon, dass Menschen ihre Visionen ausleben, dass sie alles dafür tun und andere Menschen inspirieren.